Hi Leute, willkommen zurück zu Let's Play League of Legends. Es ist soweit, ein Stück meines Herzens wurde rausgerissen. Dominion ist gegangen, es gibt nur noch klassisch im gewundenen Wald oder der Kluft der Beschwörer und Aram. All random, all mit. Dominion ist gegangen, ich bin damit aber nicht alleine, es gibt andere, die das auch finden. Kein Dominion mehr, den habe ich im Dominion beim Spielen kennengelernt. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich rede Englisch mit ihm. Vielleicht ist er sogar Deutsch, keine Ahnung. Oder sie, ich weiß auch nicht mal das Geschlecht. Egal, ich finde es einfach nur schade. Kein Dominion mehr. Naja, aber dafür gibt es jetzt 4 Folgen Ranked Games. Die habe ich euch, habe ich, also 2 normal. Und ich habe, dadurch, dass ich Dominion jetzt die letzten Mal gespielt habe, habe ich ja gesagt, dafür gibt es dann 4-mal Ranked Game. Und ich bin gespannt, wie das wird. Ich habe jetzt tatsächlich seit 2 Wochen kein normales Spiel mehr gespielt. Nur noch Dominion. Oder eben gar nicht. und ich habe tatsächlich noch ein bisschen Dominion gespielt nach der letzten Aufnahme. Ich glaube, so um die 10 bis 20 Spiele habe ich noch gespielt. Okay, 20 sind übertrieben. Eher 10 Spiele ungefähr habe ich noch gespielt. Ich habe sogar ungefähr 5 Stunden Dominion mit Darius noch gespielt. habe aber nicht aufgenommen aus 2 Gründen. Erstens, ich fand diese eine Folge, die letzte Folge Dominion, auch die letzte Folge aus dieser Sicht her, also die vorherige Folge, ich fand die einfach passend mit dieser lehrreichen Situation, einfach diese Verabschiedung, die fand ich super. Und der zweite Grund ist, ich war krank. Ich habe zwar die anderen aufgenommen, also ich habe Minecraft aufgenommen, Witcher und Morrowind, aber ich habe kein LoL aufgenommen, einfach aus, deshalb, weil ich ja schon seit, ich glaube, für 4 Wochen habe ich jetzt im Voraus produziert. Also einen ganzen Monat. Das heißt, ihr bekommt jetzt den ganzen Monat nur Dominion. Und ehrlich gesagt ist letztens erst die erste Folge raus. Und ich produziere jetzt diese Folgen hier auch vor. Aber nur aus dem Grund, also nur die erste und zweite Ranked Game Folgen. Also diese und die nächste werde ich jetzt vorproduzieren. Aus dem Grund, weil ich noch gar kein Rank gespielt habe in dieser Season. Und ich die erste, also ich kann es euch beweisen sogar. Und ich würde gerne die erste, das erste Mal, wenn ich dynamische hier Rangliste noch gar nichts. Hier dominieren. Oh, 833 Siege. Naja. Und ich wollte dieses erste Mal einfach aufnehmen, deshalb. Aber ich möchte jetzt die nächsten 4 Wochen auch nicht auf LoL verzichten. Oder nur normal spielen. Ich möchte auch ein bisschen Ranked spielen und deswegen nehme ich das auch jetzt schon auf. Ich hoffe, das stört euch nicht. Naja. Spielen wir Rangliste. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht total verscheißen, dadurch, dass ich eben die letzten 2 Wochen nur Dominion gespielt habe. Oder eben gar nicht. So, wie geht das nochmal? Wir spielen primär den Supporter und sekundär einfach auffüllen und gehen in die Warteschlange. Die geschätzte Wartezeit sind 1,5 Minuten. Wir haben nur 5 Sekunden gebraucht. Vermutlich wurden wir als Supporter. Ich hoffe, wir wurden als Supporter genommen. Oh. Gleich kommt hier. Geht aber schnell. Ja, ich bin Supporter. Yay! Und ich bin First Pick. Hi, guys. So. Ich möchte, wähle deinen Champion. Ich möchte Leona spielen. So, und da gehe ich auch auf Tankrüstung und Magieresistenz. Und ich nehme die hier. Die habe ich extra dafür ausgemacht. Für Leona. Vorgefertigt. Und natürlich auf Erschöpfen. So. Ice Mumu hat keinen Champion vorausgewählt. Also Bescheid gegeben, welchen Champion er gedenkt zu wählen. Vielleicht drückt er auch einfach auf zufällig. Ne, zufällig gibt es gar nicht in Rank, oder? Da wurde ich den Sau gebannt, den er nehmen wollte. Uhuhuhuhu. Lustig ist es ja auch, man kann jetzt sehen, wenn einer ein Bann weg ist und dann kurz darauf verlässt einer, dann weiß man genau, aha, er war's. Also leider nur beim eigenen Team. So. Mundo wurde gebannt. Wir werden vermutlich mit Kog'Maw spielen. Und im Jungle haben wir Wukong. Bin ich mal gespannt, wie das sein wird. Die wurde gebannt. Ich muss tatsächlich gestehen, es gibt Champions,
Die habe ich schon seit Monaten gar nicht mehr gesehen. Zum Beispiel Beraum, den habe ich schon seit Monaten gar nicht mehr gesehen. Das ist mir letztens aufgefallen. You will never pick Cock. Aha. Ach, der bannt noch. Hat der jetzt echt Kog'Maw gebannt? Er ist am Überlegen, ob er Kog'Maw bannt. Er hat echt Kog'Maw gebannt. Called it. Okay. Zwei Champions wurden gebannt und der hat einfach nur nicht ausgewählt. Wir nehmen die Leona, bestätigen, nochmal kurz durchgehen, Blitz erschöpfen, Tank Rüstung Magieresistenz und Tank Leona bestätigen. Wir haben auch die Leona. Willkommen in der Liga des Draven. Wir sind auch fertig. Die Liga des Draven. Wir spielen das gegen Draven. Das ist echt lustig, also die Bans waren verdammt gut. Wir haben zwei von uns gebannt, die wir hätten spielen wollen. Ich werde der Beste sein. Er wird der Beste sein. Wen nimmt jetzt der? Der wollte eigentlich Jin Zhao spielen. Der heißt ja eigentlich, zumindest habe ich mir das von Ricola sagen lassen, Jin Zhao, weil das chinesische X irgendwie wie Sch ausgesprochen wird. Oder wie Sch, keine Ahnung. Also das heißt irgendwie Jin Zhao, aber ich sag weiterhin Jin Zhao, glaube ich. Funktional und modern. Er nimmt Taric für oben. Das wird sehr... wie heißt dieses Wort? Interessant. Das wird sehr interessant, ob das funktioniert oder nicht. Bin ich mal gespannt. Aber bisher hat uns die dynamische Champion-Auswahl auch tatsächlich nicht im Stich gelassen. Ich habe bisher jedes einzelne Spiel gewonnen. Und selbst Dario sagt, die ist voll geil. Hat keine AFK mehr seitdem gehabt und kein Feed oder sowas. Ist alles weg, hat er gemeint. Blöd ist halt, jetzt gibt es noch die Kluft der Beschwörer, die im Schnitt etwa eine halbe Stunde dauert. Und Gewundener Wald, der im Schnitt etwa auch eine halbe Stunde dauert. Ne, Kluft der Beschwörer im Schnitt würde ich sogar sagen, eine Dreiviertelstunde. Ja gut, außer man gibt auf vorher. Caitlyn. Gegen Draven. Mal sehen, wie das wird. Und Dominion hat im Schnitt halt nur eine Viertelstunde gedauert. Das fehlt jetzt. Jetzt gibt es nur noch, jetzt muss man mindestens tatsächlich eine Stunde mitbringen, weil der Gewundene Wald auch eine Stunde dauern kann. Wir werden unsere Feinde aber erledigen. Was? And I please lock and I dodge. Fucking bastard. Fuck you. What's wrong? Was ist denn? Okay, der Anpion 98. Der wird Anpion 98. Der wird jetzt ignoriert, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Fucking bastard. Fuck you und so. Naja, der wird ignoriert. Ich hoffe, dass auch das wird. So. Anpion 98. Anpion 98, zack. Ja, möchte ich. Mit solchen Leuten möchte ich nicht spielen. Der wird ignoriert. So. Oh, Leona. Er ist auch nicht mehr da, oder? Nein, keiner ist da. Es könnte sein, dass sie jetzt im gegnerischen Team sind. Oh nein, ich hoffe, die blockieren keine Leona. Diesmal hier in Kog'Maw. Jin Zhao wurde gebannt. Ich. Oh. Wen haben die. Oh, ich werde Wukong bannen. Wukong. Den haben sie tatsächlich. Please ban hier in Kog'Maw. My bad. Hi. Unless you want me to pick Yi. Udo Kog Grace are priority. Bam. Bannen. Wukong. Ich hoffe, der Typ ist echt drüben. Ja, es gibt viele Champions, die OP sind. Und wenn die weg sind, dann sind die Besten weg. Dann werden die danach am besten sind, sind dann halt OP. Also das ist egal, wie man bannt. Someone left the last pick, the last select my Wukong from before is maybe in the other team.
So. Ich hoffe, die verstehen das. Sie haben... Ich weiß nicht. Kokma wurde nicht gebannt. Ich ging davon aus, tatsächlich, dass sie auch Kokma bannen würden, einer von denen. Vor allem, weil er auch hier angefragt wurde, aber nein. Kokma ist tatsächlich offen. Der Morgana? Und hier Lucien. Lucien ist auch einer dieser Champions. Ne, schon mal, Lucien habe ich letztens gesehen. Lucien sieht man ab und zu noch, aber Braum oder was? J4 sieht man. Er hat Kokma. Oder J4 sieht man gar nicht mehr. Wen gibt es denn sonst noch? Geragas habe ich schon seit Monaten nicht mehr gesehen. Ist echt unglaublich. Ich bin letztens mal nämlich die ganzen Champions durchgegangen und ich wusste einfach nicht mehr, wie die welche Champion es gibt. Wir sind nur noch diese Standard-Champions eingetragen. Mundo. Jetzt sind die ganzen OP-Bands oder was? Alles, was jetzt gebannt werden wollte, vor Bangkok, Ban Mundo, nehmen wir jetzt. Aber ich werde Leona nehmen. Die haben. Der jetzt echt Lux, dann ist Morgana vermutlich Support. Oder Lux ist Support. Eine taktische Entscheidung, beschwöre. So, wer kommt da? Oh, da ist keiner da. Also entweder hat er nicht ausgewählt oder wir haben gut gebannt. Vielleicht der hier. Wenn er jetzt Tarek nimmt, war es der. If he takes Tarek. Nein, es ist Mundo. So, da, 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 da. Und wir haben Leona bestätigen. Fertig. So. Also bisher spielen wir mit Kok. Ach, wir sind jetzt auch hier oben. Vorhin waren wir das Team, jetzt sind wir das Team. Wir spielen mit Kokma Bot, genauso wie es vorhin hätte sein sollen. Mundo Top. Shyvana im Jungle. Shyvana ist auch ein Champion, den man nur noch sehr selten sieht. Oder gesehen hat. Da war wieder ein guter Bann dabei. Oder einfach nicht gepickt. Ilaui. Ich finde die Wahrheit. Ilaui wird echt. Ja, wobei ich habe mit Nasu letztens gegen Ilaui gespielt. Und die Ilaui, die hatte keine Chance gegen mich. Bis dann der Jungler kam, dann waren plötzlich so viele Tentakel da, dass sie den Jungler gekillt hat und ich anschließend sie. Annie, das wird echt lustig. Das wird verdammt lustig. Annie kann allen außer Ilaoi sofort töten. Mit der Ult. Naja. Globally good team. Ich glaube auch, dass wir ein sehr gutes Team haben. Naja, wir werden sehen. Und da sind wir auch schon im Ladebildschirm unseres ersten Ranks in dieser Season. Season 6 ist das, glaube ich, oder? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir haben im... Beide Teams haben 0-3. In den gegnerischen Teams haben wir Morgana, Supporter, Ilaoi Top und die Imperiale Lux in der Mitte, würde ich jetzt meinen, hat die Läuterung. Echt jetzt? Das ist doch Läuterung, oder? Das hat ein neues Beschwörersymbol, glaube ich, bekommen. Wir haben in unserem Team uns als Valkyrin, die unser Supporter, das wird hart mit der Morgana, Shyvana als Junglerin und Dr. Mundo Top. Mundo gegen Ilaoi, ich weiß nicht. Könnte durchaus klappen, weil der so eine harte Regeneration hat. Ah, die Gegner, Rota, Baron, Corki als AD Carry, Joker, Shaco als Jungler und die Annie in der Mitte. Ich glaube, Annie gegen Lux. Wenn die Annie sich nicht von Lux kaputt hauen lässt, dann haut die Annie Lux sofort weg. Wenn sie sich von Lux kaputt hauen lässt, dann haut die Lux sie natürlich langsam weg. Also Annie sofort Lux oder Lux langsam Annie. So würde ich das sagen. Aber unser Jungler, der Kokma, der fehlt. Hi, I'm Toussaint. Oder irgendwie Toucan. Keine Ahnung. Sind wir schon alle auf 100%? Oh, beeil dich. Komm schon! Ich will nicht alleine auf die Botlane. Na mach. Mach schon. Tauch auf. Mach plopp.
Also nur nebenbei. Shibano und Dr. Mundo haben in der letzten Season genauso wie wir Silber erreicht. Annie war in der letzten Season unranked. Oder hat Bronze erreicht. Komm schon, Tag auf, Lu. Guck mal. Mann. Mann. Puh. Bitte starte nicht ohne den AD Carry. Mit Server abstürzen. Ja, das Spiel hat nicht gestartet. Oh Mann, das wäre so krass einfach. Nur wenn tatsächlich mal die Server abstürzen, werden wir einfach im Ladebildschirm wären. Das wäre so unglaublich. Naja. Kogma gegen Corki. Ich glaube, Kogma kann Corki gut wegballern. Wenn er seine Ult nicht hat. Nee, ich glaube, Kogma, wenn man Kogma gut spielen kann, ist Kogma auf jeden Fall besser als Corki, würde ich jetzt behaupten. Corki kann dafür besser abhauen. Aber mehr Schaden macht, glaube ich, Kogma mit mehr. Problem ist, ich kann Kogma nicht gut spielen. Also ich stelle mir das halt nur gerade so vor, als ob ich gut spielen könnte. Mann, jetzt komm doch endlich. Das Spiel startet sicher. Oh, da ist er. Monarch Kogma. Oh, er ist da. Oh, Gott sei Dank. Hey, die Gegner haben alle den Donnerfürsten. Der wurde doch abgeschwächt. Nein, Donnerfürst wurde nicht abgeschwächt. Die anderen wurden verstärkt, weil sie mit Donner. Bei Riot Games mit Donnerfürst. Zufrieden war. So. Verdammt, das muss ich nochmal überlegen. Wie war das jetzt nochmal? Ich glaube, das war so. Verdammt, ich hätte vielleicht vorher doch ein Testspiel spielen sollen. Ich werde euch willkommen in der Kluft der Beschwörer. Vielleicht. Da ist Lux. 30 Sekunden bis zum Erscheinen der Vasallen. Da hat sich die Shibana treffen lassen. Aber normale Wards gibt es ja auch nicht mehr, die fallen weg. Ich habe sonst immer ein Ding gekauft. Die sind ja auch teurer geworden, die haben glaube ich vorher 35 nur gekostet. Ach, Luke. Ja genau, mach noch, dass der Mana wegkommt. Dann hat die Lux nicht mehr so ein Sustain, Lane Sustain. Wir haben noch 25 Sekunden. Ich warte noch. Auch Annie wartet. Immer ja, ich bin noch da, siehst du? Jetzt. Das erste Licht dämmert. Ich stehe neben drin und er greift die. Ah, jetzt greift er mich an. So. Die Sonne geht immer wieder auf. Ich finde jetzt schon Warden an. Ja, bei Schocke sollte man eigentlich sogar Warden. Zu mir. So. Guck mal, ist vorne. Bleib auf der Hut. Der war knapp dem. 5 gegen 3. Da ist sie geflasht, haha. Okay, aber ich sollte vielleicht einen meiner Kekse nehmen. Da ist sie geflasht und sie hat auch einen ihrer Kekse genommen. Ich wollte selbst nicht flashen und ich habe auch Erschöpfen noch nicht genommen. So, das ist der Große. Den Großen möchte ich mir holen. Das ist der Kleine, der Schaden kriegt. Erstes Blut, sehr gut. Das waren genau 6 Punkte Schaden. Mein Ward ist ausgelaufen. Level 3. Habe ich ihm zu Level 3 verholfen?
Oh, verdammt. Jetzt sind wir leider auf die falschen. Also jeder auf einen eigenen. Ich bin auf Corki. Aber vielleicht war das auch gut, dadurch hat Kogma weniger Schaden erlitten. Der hat jetzt auch seinen Heiltrank verwendet. Der hat auch keinen Heiltrank mehr. Zu mir. Die Morgan. Ah, da ist sie. Sie hat gar keine mehr. Ich wollte mir den eigentlich aufheben, aber naja. Stimmt eigentlich. Er braucht sie auch. Das erste Licht dämmert. Daneben, daneben. Good job. Das dachte er sich auch gerade. Boah, das ist so geil. Ach, ich hab den jetzt nicht. Level 4. Ich werde euch beschützen. Ja. Wenn jetzt die Minions weiter vorne wären, wäre ich vielleicht drauf. All Deep Ward. Ich dachte, Shibana hat das geschrieben. Bleibt auf der Hut. Mein Wort braucht noch 73 Sekunden. Lux ist Mitte, Laut Top. Das ist aber ein guter Kogma, würde ich jetzt behaupten. Ich meine, der baut genau dasselbe wie Corki und ist aber besser. Vielleicht ist aber Corki einfach besser auch. So, was hat sie gekauft? Sie hat sich einen Rubinstein gekauft für mehr Leben. Und nur einen absoluten Keks der Verjüngung? Wahrscheinlich hat sie jetzt erst Gegenstände gekauft, dann hatte sie nur noch Geld für einen. Ding. Hohohoho, den hat's zerfetzt. Aber wieso geht der fast tote Corki dorthin? Habe ich gerade ein bisschen was im Hals gehabt. Dann gehe ich auch zurück. Du mal online, wenn ich auch online bin. Ein Gegner wurde getötet. Nehme mir gerade auf. So. Ja, er war auch nicht online und ich habe ihn letztes Mal, hatte nie Zeit, als ich ihn gefragt habe. Deswegen habe ich ihn dieses Mal nicht gefragt, aber vielleicht ist er in der nächsten Runde da. Zu mir. Krieg ich weniger Schaden. So, 1200 Gold habe ich gleich. Wait a little bit. So, erstmal das. Dann würde ich gerne, wo ist er denn? Da ist er. Den da kaufen. Dann Laufstiefel. Als das da auch noch. Und als nächstes dann das. Oh nein. Wurde getötet. Schade. So, du kommst hier hin. Dorthin kommst du. I preferred giving only a kill. Okay, sie will Kills nicht nehmen, sie gibt, will sie lieber geben. Jetzt weiß Mundo es oder Annie oder je nachdem. Bleibt auf der Hut. So. Aha, da ist jetzt ein Wort. Ich werde euch beschützen. Ausweichen sollte man trotzdem. Das sind noch zu viele Minions, wir sollten nicht reingehen. Fehlen die gerade? Nein. Da habe ich sie gesehen. Jetzt sehe ich sie aber nicht mehr. Da sind sie. Shyvana braucht Hilfe. Ach, von der Annie, glaube ich. Sie wollte ihr Blue geben. Jetzt habe ich Ult. Jetzt habe ich Ult. Morgana ist echt. Okay. Leider die Ult ein ganz klein wenig daneben gesetzt. Aber zumindest Schaden verursacht und verlangsamt. Don't force, guys. Okay.
Was ist da? Ein Verbündeter wurde getötet. Ich habe mich noch nicht einmal, doch einmal treffen lassen, als ich mich zurückporten wollte. So, fortsetzen. That Lifestyle, oh man. Mundo hat sich, ist gestorben. Da ist Chaco. Chaco könnte jetzt dann zu uns kommen. Er ist weg. Wir haben Chaco fast getötet. Nur weil die anderen da waren, musste Kogma leider zurück. So, da hast du wieder fast volles Leben, guck mal. Zu mir. Play it safe, guys. Ja. Das war knapp. Mal eben, oh, da habe ich einen Blitz abbekommen. Wahrscheinlich war das, weil ich 3 Ticks abbekommen habe. Nehmen wir mal so ein. Das erste Licht dämmert. Level 7. Wenn ich einmal an dich rankomme, Corki. Oh. Ja, so komme ich aber nicht an ihn ran. Aber ich krieg den Schaden von Corki. Und das ist sehr gut. Die Sonne geht immer wieder auf. Er hat den Blitz verkackt. Ich nicht. Verdammt, verdammt, verdammt. Immer wachsam. Das ist Annie. Oh. Holt euch den Corki, Jungs! Mädels, Mädels! Holt euch den Schack. Oh, das war jetzt aber irgendwie nicht so gut. Ja! War im Prinzip zwar eigentlich scheiße, aber. Es war scheiße. So, jetzt habe ich den, dann kann ich mir den holen. Dann hole ich mir als nächstes den. We fuck them in late. Why don't you just play safe, guys? We fuck them in late. Please understand this. Play safe. Ja, ich war auch schon tatsächlich wieder raus und dann hat plötzlich Annie angefangen, angefangen weiter zu kämpfen. Ich wollte sie natürlich nicht alleine lassen, also. Ich werde euch beschützen. Naja. Aber ich hätte mir auch denken können, dass wenn wir hier jetzt dann die beiden angreifen, dass Chaco sofort zurückkommt. Hätte ich mir denken können. Hab ich leider nicht. Aber jetzt habe ich auch die Ult bereit. Die hatte ich davor ja leider verschossen. Hat er sich echt... Ich darf nicht fallen. Wie Wutklinge? Ah ja. Bleibt auf der Hut. Okay, wollen wir den jagen? Wollen wir nicht. Na gut. Chaco wäre gerade da gewesen. Haha, da habe ich dich noch. Erst müssen sie an mir vorbei. Hol sie dir! Ja! What the f-
zerfickt ihn viel zu schnell. Aber was war mit dem Korki los? Ich meine, der hat sogar Geist aktiviert. Ich greife nicht an. Okay. Die pingen nicht bei mir. Die pingen für die Annie. Ein Verbündeter wurde getötet. Zu mir. Da habe ich was. So, wir kommen jetzt anscheinend den anderen zu Hilfe. Okay, er stellt da ein Wort. Ich hätte ihn dahin gestellt, aber egal. Bleibt auf der Hut. Corki und Morgana sind Bot wieder da. Ich werde ihre Linien durchbrechen. So, besser als gar nichts, bevor ich den Stack dann verschwinden lasse. Ah, Kogma will jetzt den da holen. Da ist ein Shaco. Ich glaube, ich habe ihn noch gestunt. Bin mir aber nicht sicher. Der gehört uns. Ich werde euch beschützen. Okay. Lieber zurück. Oh, ich hätte Minion. Nein, lieber kein Minion. Oh, verdammt. Bis. Jetzt kriegen die vermutlich den mittleren Turm. Hol ihn dir, Shyvana! Oh. Okay. Soll ich mir das? Nein. Jetzt brauche ich jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt das da. Dann hole ich mir die Stiefel. Ich hole mir die Ninja Tabby. To play safe. Ach komm! Langsam geht mir die Shyvana ein bisschen auf die Nerven. So. AP. AD. Der geht gemischt, aber. Vorzugsweise ab, würde ich jetzt meinen. Ich kaufe mir trotzdem die Ninja Tabby. Und dann kaufe ich mir das. Lanchester und Overextend. That's it. Stimmt, er wurde geschnappt und das war halt blöd. Okay, Kogma geht wieder Bot. Ich folge Kogma. Halt, meint mal. Hahaha. Oh, guck mal, warte mal. Die Morgana sieht, dass ich da oben bin. Genau. Das ist meiner. Das macht mir nichts. Haha. Das hat mir tatsächlich weniger als 100 Punkte Schaden gemacht. Was ist mit der Annie? Die Annie hat doch gepinkt, sie kommt. Das war jetzt irgendwie blöd. Annie pinkt, sie kommt, dann kommt sie nicht. Nein. FFS heißt, glaube ich, aufgeben. Naja, war halt blöd, die rennen als Team rum, wir nicht. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Und Mundo vergeigt gegen die Laoi. Ich helfe jetzt lieber Annie. Zu mir.
Enemy vollkommen top. Knapp. Lauf, Leona, lauf! Ich hoffe, sie kriegen wenigstens die Laui. Ja, kriegen sie. Ja, jetzt komm mal her. So, das da. Dann brauche ich nur noch den da. Den habe ich sogar fast. Ich bin doch schon Level 10. Dann kann ich mir den da holen. Ich werde euch beschützen. Kokmo und ich werden jetzt einfach mal, wenn our turret is being pressured. Ja. Nein, das ist die Lux auch noch. Nein, die hat mein Pink Wort gedeckt. Wir sind zu langsam. Das erste Licht dämmert. Der Gegner hat einen Turm zerstört. So, die sind weg. Natürlich. Ich bin gespannt, ob die hier ein Wort hingestellt haben. Ja, natürlich. Ich bleib bei Kokma. Kok ist auch da. Morgana ist da. Lux ist weg. Shyvana ist aber da. Verdammt. Nein, sie war noch Magie. Shyvana, ich dachte, du wolltest sicher spielen. Lasst uns doch den Turm angreifen. Und es sind zwei tot. Und einer fast tot und einer ist da oben. Zu mir. So, wenn ich jetzt da rausgehe, dann habe ich die Prüfung. Jede Lebenszeit ist ein Geist. Jede Lebenszeit ist eine Chance. Nutze sie. Schon, komm ich weg? Ich komme weg, glaube ich. Aber ich muss noch weiter weg. Das Versagen deiner Leben ist in deiner Seele. Nein! Hol ihn dir, oh, guck mal, du bist tot. Guck mal, du bist sowas von tot. Du könntest wenigstens Outdoor-Attacks machen. Oh Mann, wir holen uns das da, damit wir mehr Flash haben. Und dann holen wir uns als nächstes das da. Damit wir mehr Schilde haben für die Gruppe. Wenigstens konnte der Dr. Mundo jetzt ein bisschen top pushen. Annie hat die Lux voll auseinandergenommen. Das sage ich hier. Die Annie, die kann eben aus die Laui sofort töten, wenn sie die Ult und den Stun bereit hat. Bleib auf der Hut. Okay, ich gehe mal. Ah, ich habe den Pieken Wort vergessen. Drache in 32 Sekunden. Ich bleibe bei Kokma. Oh Mann, oh Mann, Mann. Auserwählte der Sonne. Komme ich noch rechtzeitig hin? Ich habe Ult bereit. Die Sonne geht immer wieder auf.
Ich weiß jetzt nicht, wem ich den Schild gegeben habe, aber ich bin tot. Wir haben aber drei getötet und ich bin der einzige Kill von denen. Geh zurück. Macht lieber den Drachen. Euer Team hat einen Turm zerstört. So, ich brauche unbedingt einen pinken Ward. Dann kann ich mir das auch noch leisten. Vier tot. Macht den Drachen. Ich bin der Einzige, der gestorben ist. Haha, 0-5-12. Das gilt eigentlich dafür, dass ich der Supporter bin. Ich werde gefokust. Ich mache viele Assists. Das ist eigentlich perfekt. Ich warte jetzt nicht. Oh nein, die Annie wurde leider zerfetzt. Ein Gegner wurde getötet. Was mache ich jetzt? Einfach mal hier auf Kog'Maw warten. Ach, da hätte ich auch, aber auch wegen dem warten können. Naja, don't go alone. I don't. Das sagt sie, nachdem ich schon ungefähr 10 Sekunden da gestanden bin. So, talking in general. Ah, okay. Das Ziel vergeht. Bist. Hat mich die Morgana erwischt. Ich war schon versucht zu blitzen, aber nein. Das ist Mundo. Ja, okay, wenn die zurückgehen, setze ich schnell mein pinken Wort irgendwo hin. Zum Beispiel hier hin. Und dann gehe ich auch. Ich kaufe mir gleich noch einen. Dann habt ihr schon mal drin. Oh, Mundo wurde erwischt. Ja, sie ist hier. Schön für sie. Bleib auf der Hut. Das ist ein Schako. Mist, ich wollte gerade wegflashen. Hab's leider nicht mehr geschafft. So, Shyvana sollte zurück. Dr. Mundo, der kann vor. Die anderen können eigentlich vor. 2 gegen 1. Sonst bin ich wieder gestorben. Ich als Tank, das ist eigentlich ideal. Wenn jemand stirbt, dann sollte ich es sein. Oder Mundo. Und ich habe 14 Assists. Das ist eigentlich ideal. Und keine Kills. Ich nehme keine Kills weg. Perfekt einfach. Ich werde euch beschützen. Ich komme. Wieso greift das dann niemand an? Wenn die Navi wieder herkommt, dann hat sie da einen Tentakel mehr. Das sollte nicht sein. Ah, jetzt hat die Kog'Maw angegriffen. Der macht Schaden. Lauf, Kog'Maw. Genau, don't stay. Die Sonne geht immer wieder auf. Wurde jemand zerfetzt? Die Laue ist gerade nicht da. Oh. Ah, Mist, ich hätte sie schützen können. Das ist mir egal, ob es Bewegung ist oder nicht. Ich muss jetzt erstmal die scheiß Prüfung machen.
Genau. Wenn du deine Seele willst, nimm sie dir. Ja, werde ich auch. Besser. Drauf. Ja. Das erste Licht. Das muss ich wieder noch wegmachen. Nagakiburus akzeptiert deine Ziele. Bin ich reingeflasht, anstatt wegzuflashen? Ich lebe noch! Ich lebe noch! Euer Team hat einen Turm zerstört. Die Sonne geht immer wieder auf. Die Lux lebt aber auch noch. Aber ich muss zurück, ich habe echt zu wenig Leben. So, das hier, dann hole ich mir doch was für AD. Eigentlich sollte ich mir das da zuerst holen, oder? Keine Ahnung. Nein, doch, das da zuerst. Egal. Ich darf nicht. Lass uns gehen. Den da töten. We can do Nash super fast. Ja, das können wir. Das sollten wir vielleicht beim nächsten Mal auch tun. Dass wir beim nächsten Mal, wenn wir den Kampf gewinnen, vielleicht. Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Don't stay. Ich stehe auch nicht. Oh, aber guck mal. Ja, habe ich jetzt alle meine Schilde gegeben? Bin wegen irgendwas verlangsamt worden. Nein, das ist der Falsche, das ist der Falsche. Blutrausch. Sie werden durchtrennt. Komm schon, komm schon. Ich muss doch ein bisschen heilen hier. Okay. Jetzt ganz schnell dorthin. Oh, 5 Gold können nie schaden. Oh, 15 Gold können auch nicht schaden. So. Aha, da ist ein Peter Ward. Ich werde euch beschützen. Ich hoffe, wir 3 reichen aus, um ihn schnell zu machen. Schwan ist ja leider nicht da. Jetzt ist wieder einer da. Haha. Das erste Licht. So, schnell zu Kogma. Wo ist Kogma? Ach, der hat sich zurückteleportiert. Dann schnell zu den anderen. Mitte pusht er von alleine. Ich porte mich mal eben zurück. So, dann habe ich den da. Und dann kaufe ich mir das da auch noch. Und dann zack. Und wenn Baron weg ist, können wir uns noch den Drachen holen. Ich habe ihn schon mal gepinkt. Euer Team hat einen Turm zerstört. Ja, war eigentlich ein gutes Spiel. 0621, das geht definitiv. Und bis ich da bin, ist auch mein Gebetspanzer wieder bereit. Oh, das ist die Engel gestorben. Komm schon, ich bin fast da. Okay. Heilen hier. Das ist mir egal!
Auch das ist mir egal. Oh, ich habe kein Schild mehr. So. Das war echt gut. Unser erstes Ranking. Wir haben es gewonnen. Haha. Cogmore Damage at the End. What the fuck? Ja, das war tatsächlich ein guter Cogmore. So, wir haben noch nicht genügend Spiel gespielt. Ja, 1 gewonnen, 0 verloren. Mal sehen. Wir haben A- gespielt. Oh, das ist doch echt gut. Finde ich. Also den Kogma werde ich definitiv ehren. Ich werde auch die Shyvana ehren. Als hilfreich einfach mal. Wunder werde ich jetzt mal nicht ehren. Der hat irgendwie total jawohl, ich weiß nicht. Ach, egal. Einfach mal ehren. Und die, ja gut, die hat eigentlich Ende nie gespielt, aber egal. Wir haben gewonnen, also egal. Und es war kein Flame oder sonst was dabei. Das war aber auch... Und der Mundo war Level 18, also der hat am meisten Erfahrungspunkte von uns. Also, ja, doch, hat er dann doch irgendwie verdient. Und die Annie konnte die Lux sofort instant töten, also das war auch nicht schlecht. Naja. Bin ich schon gespannt, wie das nächste Spiel sein wird. Ciao, Leute!